Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Wir haben jetzt mal hier gestorbt, nachdem Refer schon wieder gestorben ist. Und nun gehen wir hier wieder runter und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Jetzt muss ich nur den Weg hier wieder latschen. Ja, was hatte ich zum Schluss erzählt? Ich habe von Horizon Zero Dawn erzählt, auf jeden Fall, und Final Fantasy 15. Also Zero Dawn, ich fange mal so an. Final Fantasy 15 hat mich am meisten immer Final Fantasy generell hat mich am meisten immer so gecatcht durch die Story, die sie hingelegt haben. Also ich fand immer die Story sehr geil, meistens jedenfalls, und dadurch hat mir das extrem Spaß gemacht, auch die Story weiterhin zu verfolgen, was halt eben bei Final 15 so hintergründig war. Also man hat das zumindest so zu spüren gekriegt, fand ich jedenfalls, und dementsprechend ja, hat es mich überhaupt nicht so gecatcht, und das haben die anderen Final Fantasy Teile besser gemacht, und Horizon zum Beispiel wartet mit einer extremen Story auf. Also das kann ich echt auch nur jedem empfehlen, die Story ist wirklich sehr geil gemacht. Und man hat dann auch richtig Bock weiterzumachen, und ja, dementsprechend saß ich da jetzt auch eine Weile davor. Zelda ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil es einfach, es wartet auch mit so viel auf. Zum Beispiel die Crocs alleine mit 900 Stück oder die Schreine 120, und das ist es, was mich dann irgendwann nach hinten gedrückt hatte, weil ich überhaupt keine Lust mehr hatte. Wow, Kissen, Windmesser, Diamantpanzer, Loki-Harfe und Diamant-Armschienen. Dann rüsten wir doch gleich mal gucken, ob ich davon überhaupt was tragen kann. Ach nein, natürlich nicht. Jimmy, kannst du irgendwas tragen davon? Schade. Kann er tragen. Gebe ich mal Refia ausnahmsweise, die stirbt mir hier zu schnell. So, jetzt gehen wir erstmal hier unten lang nochmal. Oder nee, ich gehe da drüben unten lang, mal gucken. Ja, auf jeden Fall habe ich dann selber ein bisschen nach hinten geschoben, weil ich auch wirklich sagen muss, es war mir fast schon zu viel. Also ich hatte irgendwann die Nase voll. Ich musste losziehen und Crocs sammeln, weil ich ein bisschen hinterher hinkte und dadurch zu wenig Platz hatte. Dafür braucht man die ja. Ich werde auch nicht alle 900 sammeln, da habe ich gar keine Lust zu. Das ist mir viel zu viel. Vielleicht irgendwann mal, ich spiele aber auch noch nicht im Master-Modus. Und ja, hier, das ist ja genauso ein Punkt mit dem Master-Schwert. Ich habe ja noch nicht mal die letzte Stufe von dem Master-Schwert. Also, es gibt ja 3 Stufen, wenn man das DLC hat, für die Prüfung des Schwertes, um das hoch zu pushen. Und ich habe jetzt den Anfänger-Modus und den fortgeschrittenen Modus da irgendwie abgeschlossen. Oder Prüfung. Und jetzt fehlt noch die Master-Prüfung, und die ist schon ganz schön happy. So, und ich habe ja alle Titanen schon. Ich könnte im Prinzip zum Ende des Spiels jetzt. Aber ich will es natürlich noch nicht, weil ich noch eine Weile hinterher hinke. Ne? Also mit den ganzen Sachen, die man auch sonst so noch machen kann. Das ist wirklich. Bei mir sind auch noch Nebenquests offen und hinken hinterher. Weil, man fängt dann an, dieses zu sammeln, jenes zu sammeln, dann kommt man wieder raus. Und ja, aber Spiel bockt auch. Sehr sogar. Und ich werde es auch weiterspielen und auch zu Ende bringen. Also wie gesagt, bin ja fast am Ende. Aber ich möchte gerne so viel wie möglich mitnehmen. Und schon wieder ist der Vogel am Kackieren. Die ganze Zeit einfach Ruhe. Jetzt fängt er wieder an. Es ist zum Heulen. Ich muss mir auch was einfallen lassen. Das geht nicht mehr mit den Vögeln. Die nerven mich ja schon hier. Und ich höre die noch weniger, als ihr sie hört. Dadurch, dass ich ja so ein Headset auf habe.
Steht das vielleicht noch mal mit mir durch hier in einem Part und dann lasse ich mir was einfallen. Na ja, gut, wir haben noch mal Diamanthandschuhe gekriegt. Na, das läuft doch. Ron, du kriegst jetzt auch Diamanthandschuhe. Ach, das waren Handschuhe, keine Armschienen oder was? Den Tisch bekommen, das wollte ich jetzt nicht. Diamanthandschuhe, nice, 46, aber sonst. Nö. Kann ja kurz mal gucken. Ein Elixier haben wir noch gekriegt. Aber mich ärgert ein bisschen der Diamantpanzer. So, jetzt haben wir das hier und jetzt können wir rüber gehen. Ach ja, jeder, der halt wirklich Bock auch auf Final Fantasy 15 hat, was ich auch verstehen kann, aber die Konsole nicht hat, also PS4. Für die, die es noch nicht wissen, 2018, vielleicht habe ich es auch im letzten Part schon gesagt, kommt die Windows-Version. Also für PC. Also könnt ihr euch darauf freuen, aber erwartet nicht zu viel. Also gut, die es mögen, so eine Spielform. Das Schlimme ist, heutzutage kennen ja auch viele nicht mehr diese Teile hier, so wie ich jetzt hier mit Final 3 oder so. Das soll, kann ich euch mal empfehlen, vorher mal zu spielen, so die ganzen vorangegangenen Teile. Spielt ihr einfach mal, bevor ihr euch wirklich so an 12, 13, 15 und so ranwagt. Und dann bildet euch mal eine Meinung dazu. Dann werdet ihr merken, okay, irgendwie grafisch zwar alles top und so und viel Potenzial in vielen Hinsichten, aber irgendwie ist es nicht mehr das, was es war. Also, die es halt nicht mehr kennen, die wachsen natürlich jetzt damit auf oder die lernen halt eben das kennen. Final Fantasy 13 vielleicht noch und dann 15 jetzt und so und dadurch, weil es halt auch so lange gedauert hat, bis der nächste Teil gekommen ist. Und dadurch ist es natürlich so, dass dann die Leute denken, boah, geil. Nee, ist es nicht. Du kannst in den älteren Teilen, so wie hier, viel mehr machen. Das schon alleine hier bei Final Fantasy 3 mit den Berufen wirklich rumzuswitchen und dieses und jenes. Und eine Open World hast du ja hier im Prinzip auch. Nur nicht in der Größenordnung. Und die Grafik ist natürlich auch nicht so. Ein altes Schwert, wow. Das ist bestimmt jetzt nicht so dolle. Ich täusche mich. Es hat 80. Das hat 50. Und das hat 55. Okay, dann bleiben wir dabei. Geil, altes Schwert. Junge, Junge. Ich hätte jetzt irgendwie nicht erwartet, dass das so heftig ist. Boah, Kissen. Cockney Grimoire. Diamanthelm. Metallklauen. Und Diamantschild. Gleich mal gucken. Boah. Der kann einfach nicht tragen. Es ist so eine Hölle. Anstatt dass du mal wirklich was bringen für den Dunkelritter dann und nicht immer nur für den Ritter. 78 Angriff. Auch nicht verkehrt. Aber geht's jetzt hier nicht noch tiefer rein oder was? Ich guck mal sicherheitshalber. Das sieht doch nur so grünlich aus, so vermoost oder was? Das alte Schwert. Klatsch die weg da. Aber ich fordere alle gerne auf,
gerne nochmal in die Kommentare zu schreiben. Oh, ernsthaft jetzt, ich muss wirklich stoppen. Ja, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Kleinen Moment. Ja, yes, da bin ich wieder. Oh, sorry, Leute, für die Unterbrechung. Naja, ist ja nicht wirklich eine Unterbrechung für euch, nur für mich. Mal wieder ein Anruf. Naja, man gewöhnt sich langsam dran. So, so und so. La da 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 du di wapapa 4200 EP. Way. Ach, das heißt nur, ich darf wieder den gestückelten Part wieder zusammen tun hier. Hier wollte sich Heilung. Obwohl ich mir heute die Items auch sparen können. Aber mir war so, als hätte man mir gesagt, das geht noch tiefer runter. Oh ne! Au. Oh. Ganz toll. Ganz toll. Da machen wir hier gleich mal die harten Geschütze. Komm schon, Blitzgar. Ja. Schwing. Und tschüss. Stufen steigen, Stufen steigen. Ich wollte ja normal heilen. So. Hier geht's aber echt nirgendwo mehr runter, oder? Nö. Och man. Also es kommen schon echt viele Kämpfe hier. Blitzer, danke. Gewonnen vernichte sie alle. Sehr schön. Aber ist trotzdem komisch. Mir war echt so, als würde es hier noch weiter runter gehen. Blitzgar bitte nochmal. Die halten ja so viel aus und machen auch recht viel Schaden. Dann ist Blitz ja gar nicht so verkehrt. Schwingen, schwingen und schwingen. Danke, tschüss. War nett mit euch. Aber hier ist wirklich nichts. Niggis Bummens Dingens. Nochmal Blitzgar bitte. Au. Also ein bisschen früher darfst du Blitzgar machen. Gut, jetzt hätte sich Blitzgar nicht mehr gelohnt. Und Tschüssikowski für euch. Gab es hier vielleicht noch einen anderen Weg? Von da sind wir gekommen hier. Oh, Angriffsvorteil. Ach komm, die gehen auch so down. Muss ich jetzt nicht. So, Jimmy, komm. Ja. Und tschüss.
Hier drüben war wirklich kein Weg mehr. Nö. Und jetzt kommt wieder ein Kampf. Netta. Mann. Ich darf keinen Blitzer mehr machen, aber Blitzer. So, damit ist der erste schon wieder down. Au. Ist schon klar. Es hat nicht gereicht. Nein. Aber das reicht jetzt. So sinnlos mit Ron anzugreifen. Ron macht sogar weniger Schaden jetzt schon als Reef hier mit den Stehen. So, das war der und das war jetzt der gleich. Tschüss. Danke. Und Stufe. Läuft. Hier war nur eine Truhe. Ja, dann war es das anscheinend. Mit diesem Dungeon. Los, komm schon. Die machen sie fertig, alle. Los, Blitz. Ra. Echt. For real jetzt, ja? Ich riskiere es jetzt, weil ich bin ja sowieso am weitesten vorne mit dem Erfahrung, bla bla, Punkten, bla. Und dementsprechend stört mich das jetzt nicht. Aber ich kann ja schon Engel einsetzen, wenigstens. Ja. Also holen wir die anderen ein bisschen auf. So, ich möchte gerne Engel einsetzen, weil Phoenix Feen sind teuer. Schwing. Oh, wieder alle. Nicht so schlimm. Wir sind ja gleich draußen. So, hier war nur noch die Truhe und dann da rechts die Truhe, genau. Dann sind wir ja eigentlich durch. Also, wenn nicht, wird mir ja eh gesagt. Aber wir haben ordentlich an Leben zugelegt, wenn ich das so sehe. Also, es hat schon was gebracht hier. Tschüssi! Und jetzt kommt der letzte Dono weg. Danke, Jimmy! Diese Kämpfe, ja, hier gerade, die nerven mich ja schon ein ganz klein wenig. So, Feuer. Mal gucken, was das so macht. Für Schaden. Oh ja, tschüss. Wirbel des Grauens. Okay. Das war weniger als gedacht. Aber die sind ja auch nicht. Die haben ja keine Schwäche gegen Feuer. Dann wäre das ja nochmal extremer. Und tschüss.
Oh, eine Heal Potion. Kann man mal mitnehmen. So, der Part ist ja jetzt auch eigentlich schon vorbei. Aber ich möchte mich noch mal kurz heilen und wieder an diese Stelle gehen, wo es normal weitergeht. Das machen wir dann im nächsten Part nämlich. Da ist Amu. Ich kann aber mal kurz gucken. 66.000 Geld. Wow. Schnell heilen. Schnell, schnell. Part ist vorbei. Schnell. So. Ja, ich weiß, ich kann wunderbar singen. Oder lallen oder was auch immer, wie man das summen. Ich schlafe wie ein Stein. Na klar. So. Schnell raus. Oh. Mit den Vögeln hört im nächsten Part auf. So, dann gucken wir mal kurz. Level 35, alle. Sehr schön. Statuswerte. Stärke 30, Vitalität 30. Wow. Ah, für ihn fehlt nicht mal mehr viel für Stufe 35. Stufe 35 ist das ja. Ach so, kleinen Moment. So, da. Angriff 135. Es läuft, ey. Abwehr 46. Naja, das sind ja die Werte, die ja beeinflusst werden durch die Rüstung. Lebendigkeit 27, Intelligenz 38 und Animus 26. 27, 24, 38 und 29, 36, 29. Die Werte sind echt nicht schlecht. Muss man wirklich schon so sagen. Leben und so weiter ist auch echt cool. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass der Part euch gefallen hat. Ich fliege jetzt noch schnell dahin. Das wollte ich nicht. Ja, kommentiert fleißig, wie gesagt. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr vielleicht von Horizon haltet und generell von momentan diesen Spielen, Open World Spielen wie Zelda, Horizon, Final Fantasy 15 und Co. Und was ihr eigentlich erwarten würdet, vielleicht von diesen Spielen. Ja, ansonsten gebt einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Teilt, liked, abonniert, wie Jimmy sagen will. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, wir sind cool.